Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Let's Play Anno 2205. Weihnachten steht vor der Tür und Anno lässt sich da natürlich auch etwas einfallen. Und zwar haben wir hier eine Aufgabe bekommen mit einem Update, was heute erschienen ist. Und zwar ist das hier unterm Weihnachtsbaum ein optionaler Auftrag. Da sagt unser Kumpel von unserer Flotte, ich weiß nicht, ob es an meinem Bart liegt. Die ganze Firma wirft mich mit Wunschzetteln zu. Wir sollten Spezialisten anheuern, die sich darum kümmern. Finden Sie eine Weihnachtsmannversammlung vor einem öffentlichen Gebäude, und da habe ich jetzt hier schon mal eine gefunden. Wir bekommen dafür ein Weihnachtsbaumornament und wir gucken einfach mal, ob das hier schon reicht. So, wir haben auch direkt schon den Weihnachtsbaum freigeschaltet. Schauen wir uns das Ganze doch mal an bei den Ornamenten. Hier haben wir das gute Stück. 5000 Credits kostet das gute Teil. Aber wir lassen uns ja nicht lumpen. Wir bauen uns einfach mal hier zwei Stück hin. Dann bringt das hier schön weihnachtliche Stimmung ins Haus. Wunderbar. So, ja, wo waren wir denn eigentlich stehen geblieben? Genau, wir müssen unseren Mond weiter besiedeln. Aber damit wir das können, müssen wir natürlich unsere Häuser auf der Erde so weit weiterentwickeln, dass unsere Manager, unsere aktuelle Ausbaustufe, möglichst viel Geld hier da lassen. Und ja, da müssen wir jetzt einfach nochmal ein bisschen dran arbeiten, denn diese Manager haben jetzt schon die Möglichkeit, zu Investoren aufzusteigen. Da ich diese Stufe aber noch nicht haben möchte, zumindest jetzt noch nicht, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal noch ein paar Häuschen zu bauen, ein bisschen weiterentwickeln und ja, einfach um ein wirklich bisschen mehr Geld zu kassieren und in die Kassen zu spülen, um einfach meinen Mond noch ein bisschen weiter voranzutreiben. Denn die Anno-Teile haben bisher immer gezeigt, dass gerade so die letzte Ausbaustufe immer eine Menge Ansprüche hat an Ressourcen, die sie haben möchten. Da ist dann wahrscheinlich Top-Nahrung und sowas dabei und nochmal neue Kleidung, wie dem auch sei. Jedenfalls bauen wir einfach noch mal ein paar Häuschen weiter. Wir haben ja jetzt möglichst viel Geld zur Verfügung. Ihr seht es hier links oben, 1,7 Millionen. Das kann sich aktuell echt sehen lassen. Und wir basteln jetzt hier einfach mal weiter unsere Häuschen zusammen. Da sehe ich gerade, da habe ich mich auch direkt verbaut. So sehen meine Häuser doch gar nicht aus. Und zwar sind die nämlich 8... sind die nämlich 6-lagig und nicht nur 8-lagig. Also reiße ich hier die Straßen nochmal ab. Baue hier noch zwei Häuschen dran. So. Und das gleiche machen wir hier. Und damit unsere Kollegen auch hier kreuz und quer sich fortbewegen können, bauen wir natürlich auch Straßen. So, Mangel an Informationen besteht, aber kein Problem. Dem können wir direkt entgegenwirken, indem wir hier noch so eine Informationsstelle bauen. Setzen wir die einfach mal hier hinten, neben die Polizeistation. Dann sollte das Bedürfnis auf jeden Fall wieder erfüllt sein. Hier machen wir noch eine 6er Line hin. Und mal schauen, was passt denn hier noch hin? Ah, hier passen noch mal 4 Stück hin. So, wunderbar. Weiter geht's. Wir bauen noch ein bisschen. Diese großen Häuser, die baue ich im Übrigen auch nur, weil sie einfach mehr Platz bieten, dementsprechend mehr Bewohner da Platz finden und die auch gleichzeitig als Ergebnis davon mehr Geld in die Kassen spülen. Mehr Leute, mehr Geld, ganz einfache Rechnung. Aber natürlich brauchen die auch direkt umso mehr Ressourcen. Also müssen wir uns direkt auch darum kümmern, dass diese Herrschaften zufrieden sind. So, und eins bauen wir noch an. Wir haben mittlerweile hier eine sehr beachtliche Stadt, muss ich sagen. Also, soweit wie ich bis jetzt gebaut habe, das sieht hier eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus. So, wir schauen uns mal unsere Verhältnisse hier an. Minus 5 Wasser, da müssen wir uns dann direkt drum kümmern. Dazu brauchen wir einen Anlegerplatz. Da müssen wir mal schauen, ob wir überhaupt noch irgendwo was in dieser Richtung frei haben. Wenn nicht, muss ich mir wahrscheinlich nochmal was überlegen. Hier hätten wir noch Platz für Wasser. Und das bauen wir dann auch direkt aus. Denn Frischwasser ist natürlich auch in der Zukunft noch ein Thema, was auf jeden Fall gelöst werden muss.
Irgendwann geht der Welt bestimmt das Wasser aus und dementsprechend wird es dann auch einfach Zeit, dass man sich da Alternativen für überlegt. So, jetzt bauen wir einfach mal weiter, beziehungsweise jetzt entwickeln wir unsere Straßen hier und Gebäude einfach ein bisschen weiter. So, Bedürfnis nach Informationen möchte wieder gestillt werden. Kein Problem, vielleicht hätten wir jetzt Platz hier irgendwo an der Ecke noch was dran zu bauen. Sieht leider nicht so gut aus. Bedeutet also, ich muss dann doch einfach mal hier neben noch eine setzen. Hier packen wir gerade auch noch eine hin, dann haben wir wenigstens einen ordentlichen Überschuss. Polizei bzw. Sicherheit ist jetzt auch gefragt. Setzen wir auch nochmal hier daneben. Spulen ein kleines bisschen vor, dann können wir nämlich die anderen Häuser auch direkt mit upgraden. So. Sie sollten sich Zeit nehmen, sich wieder zu sammeln. Über altes Handeln. Firmenstufe auch direkt nochmal nach oben gestiegen. Sicherheit ist schon wieder zu niedrig. Meine Güte. Hier haben sie aber ganz schön Bedürfnisse an Sicherheit. Aber wer kann es ihnen denn verübeln? So. Und jetzt kann es schon sein, dass wir hier direkt gleich wieder ins nächste Minus kommen bei irgendwelchen Sachen. Hier haben wir es nämlich schon. Neuroimplantate werden gefordert. Müssen wir uns also gleich in der Arktis drum kümmern, dass es da Nachschub gibt. Ich würde sagen, das machen wir auch direkt als allererstes. Schauen wir nochmal, was ist denn noch so? Hier Reis brauchen wir jetzt demnächst wieder, Biokost. Ja, ich würde mich erst um das Minus kümmern und dann um den Rest. Aber ihr seht hier oben, unsere positive Bilanz geht natürlich gleich wieder nach oben. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier ein Lager. Kurz oder lang müssen wir sowieso wieder eine Mission machen. Und ich muss auch im Wallbrookbecken meinen Damm fertig bauen. Aus dem ganz einfachen Grund, wir brauchen Energie. Und Energie kann man wirklich nie zu viel haben, sondern eigentlich immer nur zu wenig. Und dementsprechend habe ich mich jetzt dafür entschieden, dass wir da demnächst auch nochmal ein paar Gegenmaßnahmen einleiten müssen. So, schauen wir mal auf die Ressourcenverteilung. Molybdän haben wir jetzt auf jeden Fall genug. So, Neuroimplantatfabrik können wir hier auf jeden Fall noch ein Modul, gerne auch zwei dran bauen. Dann sind wir nämlich hier wieder im Plus mit 12. Metallschaum ist auch noch gut vertreten. Sieht also alles soweit ganz ordentlich aus. Ja, meine Bewohner hier oben, die muss ich demnächst natürlich auch noch mal ein bisschen erhöhen. Einfach aus dem Grund, ich brauche irgendwann mehr Arbeitskräfte. So, schauen wir uns die Neuroimplantate an. Bringen wir alles, was wir brauchen, hier rüber. Als nächstes machen wir unsere Reisfarmen wieder fit. Die habe ich hier auf meiner Produktionsinsel. Ihr seht, das ist hier schon ziemlich gewaltig geworden. So, die sind auch schon voll ausgebaut. Ich nehme jetzt aber einfach dieses Transportzentrum, setze es hier an die Ecke und dann habe ich auch hier direkt schon Platz für eine weitere Reisfarm. Und da klotzen wir auch wieder ordentlich ran und bauen die direkt komplett aus. Dann sollten wir hier kräftig im Plus sein, 43. Immer noch an die Firma. Dabei könnte so wollen wir das haben. So, okay, wunderbar. Dann können wir jetzt unsere Siedler zu Managern hochstufen. Mal gucken, dass ich hier ja nicht die falschen Häuser erwische, sonst habe ich nämlich sofort Investoren in der Stadt und genau das möchte ich ja noch vermeiden. Was? Okay. So, hier oben meine Bilanz geht natürlich gleich rasend schnell nach oben. Bewohnerzahl allerdings auch. Und hier wird auch gleich wieder an Nahrungsmitteln etc. Gewünscht. Da bionische Erweiterungen, die müssen wir auf jeden Fall wieder erweitern. Auch ein Produkt, was wir auf dem Mond erstellen. Da müssen wir also gleich mal nachschauen, was wir da machen. Energie, ihr seht es hier, 132 ist für unsere Zwecke leider ziemlich wenig. Das bedeutet auch einfach, ich muss jetzt entweder ich mache es im nächsten Part oder bis zum nächsten Part baue ich diesen Damm dann schon mal fertig. Sicher ist sicher. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch
genügend Energie. Ja, unsere Stadt hier, die lässt sich schon ziemlich sehen oder kann sich ziemlich sehen lassen. Upgraden wir noch diese Häuser. Aha, Luxuskost, da geht es jetzt langsam ein bisschen aus. Sehen wir hier. Wirken wir da direkt entgegen. Es bietet sich auf jeden Fall immer an, direkt bei einem Problem entgegenzuwirken, denn sonst kommt man ziemlich schnell so hoch ins Minus, dass auch hier diese positive Bilanz ins Minus gerät und dann ist man ruckzuck pleite. Und das wollen wir natürlich komplett vermeiden. Und dementsprechend bauen wir jetzt hier weitere Felder an. Hier ist unsere Fleischproduktion. Dann müsste das hier, genau, das ist unsere Feinkostmanufaktur. Hier können wir auch noch ein bisschen was drehen und bauen. Verschieben wir hier einfach mal alles ein bisschen. Erfolgsliste aktualisiert. So, jetzt sind wir nämlich hier schon im Minus, was unsere Energie angeht. Das ist nicht so toll. Ja, da würde ich fast sagen, wir bauen mal hier hinten noch ein Gezeitenkraftwerk hin, damit wir einfach wirklich ein bisschen was gut haben. Bedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. So. Das gute Teil braucht selbstverständlich einen Weg. Und schon sind wir 1407 wieder im Plus. So wollen wir das haben. Später mit Helium 3 lassen sich ja auch alternative Energien antreiben. Und dann können wir auch auf, ja, eigentlich auf unsere Dämme sogar verzichten. Allerdings ist das somit das Letzte, was wir machen können. Also bis dahin müssen wir noch einiges entwickeln. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal eine Feinkostmanufaktur. Die setzen wir hier direkt daneben. Bauen sie am besten auch einfach direkt aus. So. Die läuft auf 400%. 58 sind wir jetzt hier im Plus. Wein ist ordentlich im Minus und Fleisch ist auch ordentlich im Minus. Ist aber nicht weiter schlimm, solange unsere Produktion hier weiterläuft, ist das alles noch ganz in Ordnung. So sollte es unseren Leuten hier drüben auf der Insel schon mal gut gehen. Entwickeln wir noch ein bisschen weiter. Ihr seht, ich habe das immer hier schön im Auge. Das ist auch richtig so. So, das Haus können wir noch entwickeln. Okay. So, ja, jetzt haben wir alle Häuser soweit, dass die nächste Stufe die Investoren wären. Und das bedeutet einfach, wir schauen mal auf unsere Bilanz. 27.000, das reicht auf jeden Fall dicke, um jetzt auf dem Mond nochmal ein bisschen weiter zu siedeln. Und genau das machen wir, wechseln wir in die Gefilde des Mondes. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ja, ein paar Missionen werde ich jetzt auch demnächst noch machen müssen. Hallo. Oh, na endlich. Hören Sie zu, Ich weiß nicht, wohin ich Sie sonst schicken soll. Sie müssen ihnen helfen. Leben sind in Gefahr. Ich mache es wieder gut. Versprochen. Ja, ja, das haben wir ja schon mal gehört, Ma'am. Ich helfe dir auch bei Zeiten, nur jetzt muss ich mich aktuell um meinen Scheiß kümmern. So, gucken wir uns das mal an. Wir waren hier stehen geblieben. Hier sind nämlich unsere Kybernetikfabriken, die sich um die Herstellung unserer bionischen Teile kümmern, bionische Erweiterungen, um genau zu sein. Wir gucken mal, wie es damit aussieht. Hier sind wir noch 3 im Plus. Wir könnten hier auf jeden Fall nochmal ein Modul dran bauen. Energie hätten wir nämlich auch noch genügend. Jetzt sind wir 4 im Plus. Die sind jetzt auch beide voll ausgebaut. So, das sieht ganz gut aus. Wir wechseln also kurz auch mal auf die Regionskarte und schicken mal ein bisschen mehr von unseren von unseren bionischen Erweiterungen rüber. So, dann sind wir hier bei plus 1. Geht gerade so. Jetzt sollten wir eigentlich auch direkt sehen, wie hier oben unsere Bilanz nochmal ein bisschen nach oben geht. Ja, oder auch überhaupt nicht. Na gut. Ja, passt schon.
So, Creep-Sammler. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Die Produktion läuft soweit. Ihr seht, die Fabrik hier, die ist ziemlich gewaltig. Ich mache einfach mal Folgendes. Dreh das gute Teil einfach mal. So, jetzt muss ich allerdings zusehen, dass hier ein neuer Schildgenerator dran sitzt. Damit meine Produktion auf jeden Fall hier auf Hochtouren läuft. Ja, das sieht doch eigentlich ganz brauchbar aus. Jetzt können wir uns auch so langsam um unser Deuterium kümmern, welches wir ja oben in der Arktis herstellen. Wir schauen mal, wie es hier mit dem Essen aussieht. Sieht alles gut aus, alles im grünen Bereich. Ja, Deuterium ist also das nächste, was wir brauchen. Also müssen wir uns einfach mal daran halten. Ich würde sagen, zur Sicherheit baue ich jetzt aber trotzdem nochmal hier eine Kybernetikfabrik, damit wir genügend Puffer auf der Erde haben. So, da brauchen wir natürlich jetzt wieder auch ein bisschen Energie. Solaranlage, neues Modul dran, zack, 250 im Plus. Was haben wir hier? Ah ja, hier genau, hier fehlt noch das Deuterium. Uns fehlt jetzt hier auf jeden Fall auch Arbeitskraft. Also bedeutet das, wir brauchen weitere Siedler hier oben auf dem Mond. Achtung, Arbeitskräftemangel verlangsamt Produktion. Sie sollten sich Zeit nehmen, sich wieder zu sammeln. Ja, wunderbar. Da geht's auch direkt hier weiter in unserer Firmenstufe. Firmenstufe 23 haben wir mittlerweile. Das ist so eigentlich schon ein Betrag, der sich sehen lassen kann. Ja, genau. Und wir wechseln jetzt also in die Arktis und bereiten alles vor für unsere Produktion von Deuterium. Schaltet auf jeden Fall im nächsten Part wieder ein. Es geht spannend weiter mit Anno 2205. Bis dann.